Die Harpchen haben hier ihr Nest. Ja. Oh, wir haben eine richtige Bombe dabei, um es zu zerstören. Sehr gut. Nietzsche. Haufenweise Zeug gekriegt. Hätte ich mir nochmal durchgucken können, was es ist. Aber wir sind da nicht wählerisch. Oh. V. Viehtext. Ja, Quest aktualisiert. Eine krasse Armbrust. Und wir haben es abgeschlossen, wie es aussieht. Aber hochgehen tun wir auf jeden Fall. Wir wissen, was da oben noch rumliegt. Wo ich mal schauen kann, ob ich die Armbrust auch schon ausrüsten kann. Natürlich nicht. Level 24, ich glaube, es hackt. Igni-Verbesserung, Irden-Verbesserung. Dann machen wir mal hier eine Igni-Verbesserung, ist ja klar. Tschüss. Was haben wir hier? Totes Tier haben wir. Okay, sieht aber nicht so aus, als ob ich da hochkomme, ne? Schade. Ist das dann hier? Das verstehe ich dann manchmal nicht. Ne? Wozu ist es da? Wozu ist das da? Also muss ja irgendeinen Sinn ergeben, warum es da hochgeht, aber anscheinend nicht. Gut, haben wir die Quest auch schon mal gemacht. Oh, ich muss mich dringend heilen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ey. Das hätte ja schlecht ausgehen können. So, und damit Max beruhigt ist, speichern wir mal. Nicht, dass uns hier noch was Böses passiert. Nice. Ja, schade, dass wir die Armbrust nicht benutzen können, ne? Also bei Weitem nicht. Da wären wir, ja. Wären wir schon lange nichts mehr mit zu tun haben. So, was wollte ich denn eigentlich hier? Für die Junior, ne? Genau, da wollte ich nur auf dem Weg. Quatsch, das will ich gar nicht aufnehmen. Genau, wir wollten nach Novigrad reisen. Da kommen wir jetzt ja hier. Können wir da rüber? Oder ist das kaputt? Ich meine, es sieht kaputt aus, aber vielleicht könnte ich auch einfach rüberschwimmen. Oder wir müssen Umwege nehmen. Hier über einen Grenzposten oder so. Nee, schnell reisen wollte ich nicht. Tut mir leid. Schnell reisen wollte ich tatsächlich nicht. Das hatte ich mir vorgenommen, dass ich das eigentlich nicht mache. Dass Schluss mit Schnellreisen ist. Das machen wir ja schon bei Cyberpunk 2077 nicht. Schöner Körper. Genau, machen wir 2077 nicht. Oder habe ich mir gedacht, dann machen wir jetzt hier auch nicht. Ist da? Achso, da ist ein Gestrüpp. Ja, so kriegen wir mal noch ein bisschen Mini-Quests mit und andere Sachen. Ich glaube, da haben wir mehr vom Spiel, wenn wir keine Schnellreise benutzen. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man wirklich im Late-Game ist. Ach, schöner Körper, gefällt mir.
Sind so die Kleinigkeiten, ne? Genau, wenn man so im Late Game ist, dann kann man das mal machen. Und schon die ganzen Zwischenquests gemacht hat, aber so. Die sind nicht so. Alter. Die sind nicht so stark wie die anderen da in der Höhle. Die sind ein bisschen einfacher hier. Sie sind schon nicht ungefährlich, aber... aber nicht so krass wie da in der Höhle. Das war schon heftig. So, das hätte ich aber schon gemacht, wie es aussieht. Ist schon leer. Oh, ich sehe, Max, du schmeißt gerne so ein paar Schlagwörter rein. Finde ich nicht schlecht. Komm, wir rennen mit der Herde. Rennt mit uns. Schwert kann man tatsächlich nochmal wegstecken. Schlagwirt. Es ist nicht Schlagewirt. Oh, was da? Schlag den Wirt. Also natürlich nicht. Ich rufe hier mit ausdrücklich nicht dazu auf, irgendwelche Wirte zu schlagen. Oh, was hier? Was ist das? Was ist das für ein Turm? Warum geht er nicht auf? Warum ist er verschlossen? Was soll das? Ich habe das Gefühl, hier war er schon. Plötze! Bei Fuß. Plötze. Bei Fuß. Komm, 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 komm. Komm zu mir. Sehr schön. Komm schon, Plötze. Wir müssen weiter, Plötze. Wir haben noch einiges vor und wir müssen ein bisschen in der Geschichte vorankommen, weil sonst wird sich dieses Let's Play ins Unendliche ziehen. Entschuldigung, wir müssen hier durch. Entschuldigung. Da kommen wir hier nie weiter. Obwohl das schon sehr, sehr verführerisch ist. Schneller. Ich hier jede Nebenmission zu machen. Alles mitzunehmen, was geht. Tanz. Brauchst auch Geld, wie? Ich packe das hier weg? Nee, ich suche mir lieber hier einen Händler in der Nähe. Bevor ich das jetzt hier in die Kiste wegpacke, genau. Dann nehme ich hier den Händler, der da vorne ist, und verkaufe erstmal den meinen Scheiß. Ja! Aus welchem Dorf kommst du? Weiden. Oh Gott, die sind aber traurig. Nystad ist vor dem Winter dorthin gekommen. Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Was ist hier los? Lass ihn in Ruhe. Hat er nichts gemacht. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Nix da. Versuchen, einen besorgten Bürger zu Na dann. Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Wir warnen sie wenigstens, ne? Und wenn nicht, was dann? Komm, wir machen mal mit Hürden. Das war ja mit Dings. Dieser Mann ist die Mühe nicht wert. Sein Laden ist überschuldet. Dafür habe ich das ja trainiert. Du hast recht. Er sieht richtig verarmt aus. Ja. Da muss ich widersprechen. Keine Ahnung, warum ich den Kerl behelligt habe. Entschuldigung und auf Wiedersehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Zähne putzen, mega. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Nee, nee, das werde ich. Das ist schon genau richtig gewesen. Warte. Aber ich wollte... Ach, verdammt. Ich brauchte doch jemanden zum Handeln. Ich muss doch hier noch... muss doch Zeug loswerden. Ich sammle nämlich hier überall Zeug.
auf und Alter, die bahnen die ganze Zeit sehr gut. Und werd's nicht los. Ist er das? Das wäre nicht wurscht. Doch, das ist er. Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln. Es reicht für alle. Das ist doch wieder Wesemir. Es drängelt doch gar keiner. Also die Stimme. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Zeig doch mal. So, mein Bester. Na gut, das werde ich aufheben. Das machen wir vielleicht in die Kiste. Und das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Wie, der hat nicht genug Geld. Ach Mann, ey, was für ein Typ. Was haben wir hier? Verzehrbares Essen regeneriert Vitalität. Regeneriert Vitalität. Ansonsten hat er nur Müll, ne? Na gut, wir sind wenigstens ein bisschen was losgeworden. Besser als nix. Haben wir noch irgendwas für 9? Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Nee, nee. Gut. Tschüss. Bis dann. Geschwätz, dieser Gauner. Besser als nix. Beklaut, statt ehrlich zu betteln, halt den Rand um Himmels Willen. Ah, müssen wir müssen nächsten Mal ein bisschen mehr Geld hat. Für die Armen. Ich habe die Hä? Ja. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ich habe mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ach, Mensch. Kann man dir helfen? Muss ich's nochmal sagen? Ich hab keine Zeit. Ja, aber du hast gewunken. Ohne Einkommen für mein Leben. Was für ein Pech. Hä? Also, ich hätte was gespendet. Guck mal, guck mal. Hm? Ja. Wow. Mein Papa ist ein Soldat. Du bist ein toller Zauberer. Hättest du den Blitz auf dem Kopf, dann hätte ich dich Harry genannt. Ich mach doch nichts. Betrunkene. Was für eine Welt. Was für eine Welt. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Ich sollte nicht mehr herkommen. So, wo ist sie denn? Warum denn? Auch wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Oben? Der Alkohol ist derselbe. Aber die Kundschaft ist es nicht. Ich soll dir bald ein großes Turnier. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Nein. Das würde ich mich nie wagen. Milady? Milady? Hallo? Ist hier gar nichts. Bin jetzt ganz umsonst hier hochgekommen, um Bücher abzustauben. Und andere Sachen, die hier vielleicht sind. Knödel. Oh, Knödel. Das wäre jetzt genau das Richtige. So ist Serviettenknödel mit einer leckeren Bratensoße. Genau, mit so einem Messer. Ach. Das wär's doch. Ich mach gleich die Mission. Wir kommen schon dahin. Citra, was haben wir hier? Da, noch Bücher. Becher. Kanada. Ah, Terrasse, gut. Hier geht's ja rund. Aber sowas von. Abgeschlossen. Hier ist nicht abgeschlossen. Da ist er. Irgendwas rumliegen? Nö. Gut. Na dann. Geralt! Ja. Tada! Hab ich das schon gemacht? Da. Ich habe Junior gefunden. Hör mal. Ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Den Herrn Haar. Und? Hast du was erfahren? Ja. Ciri und Rittersporn wollten Sigiroivens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert.
Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Oh, und was ist mit Willi? Der ist tot. Ach so, ja, stimmt. Den haben wir ja zur Rechenschaft gezogen, weil, also das konnte ich nicht tolerieren, dass er weiter das mit den ganzen Frauen macht, was er so gemacht hat. Also von daher... Alles Gute. Milady, ich hoffe, Sie werden Ihre Karriere sehr gut weiterführen. So. Genau, okay, also dann haben wir das abgeschlossen. Wir können das Gellicke, nee, das wollte ich nicht. Witziges Hustapfen, das sind mehrere Ordner. Wir sind ja gerade in Novigrad. Aber wir können ja das nochmal mit dem Schatz machen, wenn man hier in Novigrad trifft. Tis um Mitternacht beim Schrein des ewigen Feuers in der Nähe des Hafens. Das werden wir jetzt hier als nächstes machen. Achso. Und wir speichern natürlich. Max kann sich also beruhigen. Wir haben gespeichert. Ich habe keine Ahnung, was Schnellspeichern ist. Was das für ein, ob das auch auf 5 ist. Ich will es nicht ausprobieren. Nicht, dass es schnell löschen ist. Götter! Der Sensenmann kommt mich holen. Ja, der Sensenmann, das sind wir. So sieht es nämlich aus. Wir wollen Monster töten. Dass die auch alle so unfreundlich sind. Was heißt alle? Aber so viele, ne? Hier, die rennen schreien weg. Ich hab dich im Blick, Weißer. Ja, ja. Ich meine, was haben wir denn getan? Große Leuten geholfen die ganze Zeit. So, der wird noch kein neues Geld haben. Ah, plötzlich. Und können wir hier mal ganz kurz einkehren und in die Kiste hinein was legen. Das da nehme ich. Da ist eigentlich sehr viel. Achso, ja, warte mal, hier von dem Zeug, ne? Hier. Alles rein. So, das hier, Plunder, Fistek, achso, das sind ja die Drogen. Das Geld behalten wir mal, das können wir dann bei der Bank umtauschen. Und, aber da haben wir ein bisschen aufgeräumt. Den Rest will ich ja eigentlich hier, den kann man eigentlich mal auch mitnehmen, dass wir den Händler finden und das Sattel. Die Trophäen können wir eigentlich auch. Schlechter, wirklich? Ja, krass. Kann man die eigentlich auch verkaufen. Naja, aber achso, nee, das sind ja die Original-Hexer. Nee, das wollte ich, das Original-Hexer-Zeug wollte ich nicht wegmachen. Das wollte ich behalten. Hexerzeug wollte ich behalten. Das ist die Hexerschuhe. Jägerhandschuhe. Hexerstahlschwert. Axtkämpferstiefel. Jägerstiefel.
Stiefel, was ist das hier? Pferdenlederhose, und das ist hier meine Hexerhose, ne? Eine Jägerhose mit lupter Rüstung. Okay. Gut. Jeder weiß auf dem Rücken. Ja, ja. Da gehen wir auch erstmal hin.